Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das Erstarken der Rechten in Deutschland und in anderen Ländern Europas ist alarmierend und das zeigt, wie wichtig der Kampf gegen Rechts ist. Und das Problem ist eben nicht allein der Wahlerfolg rechter Parteien. Das ist vielmehr Ausdruck einer gefährlichen Stimmung, ein pogromartiger Rassismus, der sich teilweise Bahn bricht und der erschreckend an die Bilder in den frühen 90ern erinnert, an Rostock-Lichtenhagen, an Mölln, an Solingen. Im letzten Jahr gab es alleine über 1000 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und ich denke, diesem Rechtsterrorismus müssen sich alle Demokratinnen und Demokraten entgegenstellen. Vor allem, weil nicht zuletzt die Geschichte des NSU gezeigt hat, dass auf die sogenannten Sicherheitsbehörden und auf Geheimdienste kein Verlass ist im Kampf gegen Rechts. Ich bin Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen und dort merken wir täglich, dass die Geheimdienste eben nicht Teil der Lösung sind, sie sind Teil des Problems, sie sind ein Rückgrat dieser rechten Bewegung. Liebe Genossinnen und Genossen, wer aber über Neonazis spricht, der darf über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Weil es stellt sich die Frage, wie ist diese Stimmung entstanden, die wir heute haben? Und gerade Unionspolitiker haben sie mitgeschürt. Die AfD fährt jetzt die Ernte für die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas ein. Und gerade die Wahlerfolge der AfD zeigen, dass man der AfD und Pegida nicht das Wasser abgräbt, indem man ihre Forderungen übernimmt, sondern damit ermutigt man sie und macht sie erst richtig stark. Wir müssen den sozialen Nährboden für rechte Parteien bekämpfen. Und der liegt eben auch in der zunehmenden sozialen Spaltung in diesem Land. Wer die soziale Spaltung fördert, wer die sozialen Sicherungssysteme mutwillig beschädigt, wer die Lohnarbeit unter die Existenzsicherung drängt, der bereitet den Boden für Verachtung in dieser Gesellschaft. Und deswegen gehört der Kampf gegen Rassismus und der Kampf für soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammen. Wir müssen beides zusammenführen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten rechtspopulistische Forderungen in Gesetze gegossen und das Asylrecht immer weiter ausgehöhlt. Und das haben sie getan, auch mit Blick auf die sogenannten besorgten Bürger. Wenn also 15.000 Pegidisten durch Dresden marschieren, dann sind das besorgte Bürger, die man ernst nehmen muss. Wenn aber 250.000 Menschen in Berlin gegen TTIP demonstrieren, dann nennt der Bundeswirtschaftsminister sie hysterisch. Das ist heuchlerisch, liebe Genossinnen und Genossen. Wer den Familiennachzug für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge beschränkt, der nimmt in Kauf, dass noch mehr Frauen und Kinder auf unsichere Boote steigen, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken. Es waren doch die Aufnahmen des dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi, dessen lebloser Körper an die türkische Küste gespült wurde, die doch gerade zeigen, wie erbarmungslos, ja, wie schrecklich dieses EU-Abschottungssystem ist und welche Folgen es hat. Fischer, die Ertrinkende aus dem Wasser gerettet haben, wurden zum Teil wegen illegaler Einreise angeklagt. Und deshalb, wir brauchen eine Abkehr von dieser Abschottung, die bereits tausenden Menschen das Leben gerettet hat, gekostet hat. Denn kein Mensch ist illegal, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir unterscheiden nicht zwischen vermeintlich guten und schlechten Flüchtlingen. Für uns gilt, wer vor Hunger flieht, hat genauso ein Recht auf Unversehrtheit für sich und seine Kinder wie jemand, der vor Bomben flieht. Auch Hunger ist Krieg, hat Willy Brandt einst gesagt. Und die Antwort auf Fluchtbewegungen sind keine hohen Zäune, sondern friedliche Konfliktlösungen, einen Stopp der Waffenexporte und eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Und Deutschland hat natürlich auch deshalb eine besondere Verantwortung, Flüchtlingen zu helfen, weil sie zum Teil vor Kriegen fliehen, an denen Deutschland direkt und indirekt beteiligt ist und weil Deutschland Waffen in alle Welt liefert. Liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt der Versuch gemacht wird, arme Menschen und Flüchtlinge gegeneinander auszuspielen. Kein Hartz-IV-Bezieher hat auch nur einen Euro mehr, wenn weniger Flüchtlinge kommen. Und die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist nicht deshalb desolat, weil viele Flüchtlinge kommen, sondern weil Länder und Bund faktisch den sozialen Wohnungsbau eingestellt haben. Und deswegen müssen wir deutlich machen, dass die Spaltung nicht zwischen Nationalitäten verläuft,
und zwischen den verschiedenen Herkunftsländern, sondern die Spaltung verläuft zwischen oben und unten. Wir wollen nicht, dass die Armen sich um die Brotkrumen streiten. Wir müssen die Frage stellen, wo das Brot geblieben ist und wem eigentlich die Bäckerei gehört, liebe Genossinnen und Genossen. Ich finde, dass die Linke zu allen Themenbereichen sehr konkrete Verbesserungsvorschläge machen muss. Und das machen wir tagtäglich in Parlamenten und auch außerhalb von Parlamenten. Aber ich finde, wir müssen schon auch sehr deutlich machen, dass wir eine grundsätzliche Kritik am Kapitalismus haben. Dass wir in einem perversen Wirtschaftssystem leben, in der 62 Menschen so viel besitzen wie 3,5 Milliarden. Wir leben in einer Welt, in der Banken und Versicherungen mit Nahrungsmitteln spekulieren und die Lebensmittelpreise die Höhe treiben, während anderswo Menschen verhungern. Wir leben in einer Welt, in der die einen mit Wohnraum spekulieren und die anderen kein Dach über dem Kopf haben. Wir leben in einer Welt, in der Konzerne Umwelt und Klima zerstören und damit die Existenz von Menschen ganzer Landstriche bedrohen. Und Naomi Klein hat, wie ich finde, zu Recht gesagt, wir müssen uns entscheiden, ob wir das Klima retten wollen oder den Kapitalismus. Und ich, liebe Genossinnen und Genossen, wäre für Ersteres. Eine wirklich demokratische Gesellschaft lässt sich eben nicht erreichen, wenn man die Eigentumsverhältnisse so lässt, wie sie heute sind, sondern ich finde, wir müssen auch die Frage der Eigentumsverhältnisse in den Mittelpunkt stellen. Wem gehört was, warum und wie kann es sein, dass es eine so ungerechte Verteilung der Reichtümer auf dieser Erde gibt? Nun wird uns gerne vorgeworfen, dass es ja total unrealistisch ist, was wir fordern. Und es mag ja auch sein, dass die eine oder andere Forderung in der Tat nicht so wirkt, als könnte man sie heute oder morgen direkt umsetzen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wo stünden wir denn heute in der Geschichte, wenn Menschen immer nur für das gekämpft hätten, was unmittelbar realistisch und umsetzbar erschien? Frauenwahlrecht hätten wir heute noch lange nicht. Die Rechte und die Errungenschaften, die wir heute haben, haben Menschen erkämpft, obwohl sie mal als vollkommen unrealistisch und als völlig utopisch erschienen. Noam Chomsky hat mal geschrieben über die Sklaven der Antike, dass sie sich nicht vorstellen konnten, eine Gesellschaft ohne Sklaverei. Dass sich die Leibeigenen im Feudalismus nicht vorstellen konnten, in einer Gesellschaft ohne Leibeigenschaft zu leben. Nichtsdestotrotz gelang es Menschen, Gesellschaft zu verändern in einer Art und Weise, wie es vorher unmöglich erschien. Und deshalb, finde ich, sollten auch wir uns nicht davon abhalten lassen, für eine grundsätzlich andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu streiten. Vielen Dank.